بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Die Frage lautet, ob Musik zu hören eine große Sünde ist oder nicht. Die Sache ist, ob Musik zu hören von großen Sünden oder von kleinen Sünden ist, muss man einfach nur wissen. Wenn ich zum Beispiel jemand sage, dass Musik zu hören ist von großen Sünden, wird er damit aufhören oder weitermachen? Oder wenn ich ihm auch sage, Musik zu hören ist von kleinen Sünden, wird er auch aufhören oder nicht? Das reicht uns, wenn wir wissen, dass Musik zu hören haram ist. Punkt. Khalas. Al-Kabair wa Al-Saghair. Die großen Sünden und die kleinen Sünden, die machen nicht Allah Azza wa Jalla zufrieden. Das ist nicht von Islam. هذا لا يرضي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم زاكته إن أن حديث رواه البخاري ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. سبحان الله، زاكت رسول الله صلى الله عليه وسلم Es werden von meinen Umma manche Leute, die werden als Sinner als Halal erklären und auch Seide für Männer auch auf Halal erklären und auch Alkohol und Musik. Subhanallah. Das heißt, schämst du dich nicht, wie du von diesen Leuten bist und trotzdem fragst du immer noch, ob Musik von großen Sünden oder nicht. Reicht, wenn du weißt, dass Musik haram ist. Ob das von großen Sünden ist oder von kleinen Sünden ist. Hauptsache musst du wissen, dass Allah Azza wa Jal und sein Gesandte, die werden damit nicht zufrieden. Allahumma faqihna fi dinina, waghfir lana dhunubana, warhamna. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.